Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Und ich bin der Sashi und das ist Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Der ist heute bei uns zu Gast und unterstützt uns ein wenig. Schön, dass du da bist. Ich bin immer gerne hier, auch weil ich jetzt gerade nicht verstanden habe, warum du bei Angeberwissen auf mich deutest. Keine Ahnung. Jedenfalls hat heute jemand auch Geburtstag. Heute ist der 10. August und am 10. August hat Geburtstag Olli P. Kennst du den? Ja, das war der mit den Flugzeugen. Also der zweite mit den Flugzeugen. Ich weiß nicht, ob es der zweite war. Ich kenne auch eine Version von Save When I Do. Okay. Die, weiß nicht, ob die vorher oder nachher war. Auf jeden Fall war die nicht so verhunzt wie bei Olli P. Olli P. ist schrecklich. Oh, kann kein Mensch, aber das ist ein Riesenhit gewesen. Ja, aber hat er nicht auch irgendwie Kinderfernsehen gemacht? Nee, der war in der Soap Opera. Ja? Bin ich der Meinung. War da nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten? Ich weiß es nicht. Es könnte auch Kinderfernsehen gewesen sein. Egal. Olli Petzokat heißt er, glaube ich. Ja, richtig. Ja, also da noch als Milzbubi hier zu sehen, heutzutage mit Glatze unterwegs. Was ist am 10. August noch passiert? Besser gesagt, was ist nicht passiert? Wie nicht passiert? Denn am 10. August 2006 hat die Polizei in England nach eigenen Angaben einen Terrorakt vereitelt. Ach, das war die Geschichte. Ja, wo quasi geplant war, 10 Maschinen, die unterwegs von England in die USA waren, mit Flüssigsprengstoff zu sprengen. Mhm. Daraufhin kamen dann diese ganzen Reglementierungen mit Flüssigkeiten in Flugzeugen, also keine Getränke mehr mit reinnehmen, die man von außerhalb des Sicherheitsbereichs mit reinbringt und sämtliche Flüssigkeiten in kleinen Mengen und in den netten Beutelchen. Das haben wir alles darauf zurückzuführen. Was ein Käse. Richtig. Also kompletter, hier sehen wir eine Flasche Wasser. Diese Flasche Wasser dürfte man nicht mit in den Flieger nehmen, weil damals angeblich dieses Ding da irgendwie vereitelt worden ist. Richtig. Weil sie mit flüssig... Es geht mir so auf die Nüsse, ehrlich. Wenn ich immer einen Flieger und die wollen dann immer, nein, keine Flüssigkeiten und ein bisschen Shampoo zu viel und sowas. Ja. Es ist grauenhaft. Aber am 10. August, das war jetzt nur mal so ein Statement von mir, am 10. August 1986 ist das erste Mal ein Formel-1-Rennen in einem Ostblockland stattgefunden. Ist und so nicht. Und Nelson Piquet hat den großen Preis von Ungarn gewonnen. Welches Jahr? 1986. Ah. Das Jahr, als Deutschland wieder Weltmeister Nummer 2 geworden ist, also im Finale gestanden hat. Ja, genau. Ja. Weltmeisterschaft nicht. Nein, bei der Weltmeisterschaft Nummer 2 geworden ist. Also Diego Armando Maradona wurde damals Weltmeister in 86. Nur mal so als Randnotiz. Ja. Ja. Wir haben wieder viel gelernt bei Schoki Banoki Daily, hier mit Till. Till und sein Vlog ist ja sein Kanal und geht mal jetzt hier auf seinen Kanal und schaut euch mal an, was der da so fabriziert. Der macht ja die täglichen Vlogs und das ist zuweilen schon mal ganz interessant, ne? Zuweilen, ja. Ja. Vielen Dank. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, seid morgen wieder da und dann geht's um den 11. August.